Mega Rentenhammer, Hinzuverdienstgrenze, Erwerbsminderungsrenten wird 2023 deutlich angehoben. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich hatte es ja schon in einem vorhergehenden Video mal kurz erläutert, dass die Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten im Jahr 2023 dauerhaft entfristet werden und auch sogar dynamisiert werden. Im sogenannten Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zum 8. Gesetz zur Änderung des SGB IV, Sozialgesetzbuch Nr. 4, steht Folgendes geschrieben: Die Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten werden im Jahr 2023 wie bei Altersrenten entfristet und dynamisiert. Damit soll es für EM-Rentenbezieher attraktiver werden, neben dem Bezug von Erwerbsminderungsrenten auch zu arbeiten und einen höheren anrechnungsfreien Hinzuverdienstlohn behalten zu können. Wir haben ja aktuell bei der vollen EM-Rente einen anrechnungsfreien Hinzuverdienst von 6.300 Euro. Und bevor ich jetzt hier reingehe, möchte ich Ihnen nochmal sagen, wie sich das bei den Hinzuverdienstgrenzen vorgezogener Altersrente nochmal entwickelt 2023. Es bleibt definitiv bei den 46.060 Euro. Die werden errechnet aus 14 mal monatliche Bezugsgröße 3.290 Euro. Was passiert, wenn die monatliche Bezugsgröße statt 3.290 Euro dann 3.590 Euro wäre? Dann liegen wir bei einer Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten bei 49.000 Euro. Wie sieht das jetzt bei den EM-Renten aus? Die Hinzuverdienstgrenzen bei den Erwerbsminderungsrenten werden an die Hinzuverdienstgrenzen der vorgezogenen Altersrente gekoppelt. Und wir haben, hatte ich Ihnen ja gesagt, für das Jahr 2022 haben wir eine Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro bei der Altersrente. Und jetzt sagt der Gesetzgeber, wenn Sie im Jahr 2023 eine teilweise EM-Rente beziehen, 2023 teilweise EM-Rente, haben Sie eine Hinzuverdienstgrenze von 6 Achtel von 46.060 Euro. Das ergibt in Summe dann ist gleich 34.000, muss ich nochmal nachlesen hier, 545 Euro. Diese 34.545 Euro werden für Sie, wenn Sie eine teilweise EM-Rente beziehen, definitiv im Jahr 2023 der anrechnungsfreie Hinzuverdienst als Jahresverdienst auf die teilweise EM-Rente sein. Das ist schon mal eine deutliche Steigerung von dem, was wir aktuell kennen. Wer im Jahr 2023 eine volle EM-Rente bekommt, volle EM-Rente, hat dann einen anrechnungsfreien Hinzuverdienst bezogen auf diesen Grundwert von 3 Achtel von 46.060 Euro. Und das ergibt dann, ich muss es mal nachlesen, 17.272,50 Euro. Das heißt, wer im Jahr 2023 eine volle Erwerbsminderungsrente bezieht, hat dann einen anrechnungsfreien Hinzuverdienst von mindestens 17.272,50 Euro. Und jetzt werden Sie sich natürlich die Frage stellen, warum 6 Achtel und warum 3 Achtel? Das ist relativ einfach. Wir haben immer die Stundenvorgaben. Teilweise Erwerbsminderung liegt immer vor, wenn ich 3 bis unter 6 Stunden arbeiten kann. Deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, 6 Achtel von 46.000 Euro. Und bei einer vollen EM-Rente haben wir 3 Achtel. Das heißt also, ich darf nur 3 Stunden arbeiten gehen pro Tag.
Werktag, also in der Woche 15 Stunden. Das bezogen auf das Jahr sind das genau diese 17.072,50 Euro. Und wie ich es Ihnen ja auch schon bei der Altersrente erklärt habe mit der Hinzuverdienstgrenze, wird aller Voraussicht nach im Jahr 2023 diese Hinzuverdienstgrenze dynamisiert. Das bedeutet für unsere EM-Renten natürlich auch, dass wir, ja genau, ja, hier eine Dynamisierung haben. Dynamisierung. Und ich beziehe mich jetzt nochmal auf die 46.000. Das heißt also 14 mal 3.290 Euro ergibt dann die 46.060 Euro. Und nehmen wir mal wieder an, dass diese monatliche Bezugsgröße jetzt nicht 3.290 Euro sind, sondern im Januar 2023 dann 3.500 Euro sind. Dann haben wir 14 mal 3.500 Euro. Das ergibt dann 49.000 Euro. Und da der Gesetzesentwurf ausdrücklich sagt, dass die Hinzuverdienstgrenzen bei teilweiser und voller EM-Rente an die Hinzuverdienstgrenze der vorgezogenen Altersrente gekoppelt ist, ist natürlich klar, wenn wir dann eine Hinzuverdienstgrenze bei einer vorgezogenen Altersrente von 49.000 Euro im Jahr 2023 haben, dass sich dann diese Werte bei der teilweisen EM-Rente 6 Achtel und 3 Achtel natürlich auch dann erhöhen werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.